Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video hier möchte ich euch eben eine App vorstellen, welches euch mit kostenlosen Wallpapers, Klingeltönen, Live-Wallpapers und noch etlichem mehr versorgt. Das Ganze heißt Zetch und ist über den Play Store von Google zu beziehen. Natürlich ist es, wie eben erwähnt, komplett kostenlos. Ein bisschen Werbung ist im App, das war's aber auch. Wenn ihr es installiert und gestartet habt, sieht es aus wie folgt. Wir haben hier eine Übersicht aller verfügbaren Dateien. In dem Fall jetzt hier 34.467 Wallpapers, die uns zur Verfügung stehen. Ein paar tausend Live-Wallpapers, Klingeltöne und so weiter und so fort. Und ja, wir können diese jetzt uns mal anschauen. Ich gehe mal jetzt einmal exemplarisch für die Wallpapers hier in dem Bereich. Das kann man jetzt mal wegxen eben. Und wir haben hier schon jede Menge Wallpapers, die wir uns ja, hier anschauen können. Können dann, wenn uns hier eins direkt gefällt, einmal draufklicken. Ich suche mir jetzt gerade mal eins aus. Nehmen wir mal das jetzt eben schnell. Ja, dann können wir halt hier unten mit dem Button Free Download uns das hier herunterladen. Und können, nachdem der Download hier fertig ist, den Set-Button, der dann hier erscheint, betätigen. Und es wird sofort bei uns eingerichtet als Wallpaper. Das dauert jetzt hier eine Kleinigkeit, je nachdem, was für eine Datenverbindung man gerade am Laufen hat. Und genau hier ist der erwähnte Set-Button. Den drücken wir jetzt. Und hier steht es auch schon: Home Blue Screen, Set as Wallpaper. Also das Ganze ist jetzt hier als unser neuer Wallpaper gesetzt worden. Gut, wir gehen nochmal zurück und noch ein zurück. So, und jetzt haben wir hier unten noch in dem Bereich halt den Button Downloads. Da klicke ich nochmal eben rein, das will ich euch kurz zeigen. Hier sehen wir jetzt alle heruntergeladenen Dateien, die wir hier so verwalten können. Ich klicke jetzt mal in die Wallpapers. Ja, hier ist das, was ich eben heruntergeladen habe und die habe ich jetzt mal zum Testzwecken schon mal heruntergeladen. Die kann man jetzt dementsprechend hier löschen oder halt auch neu setzen. Ja, ich klicke jetzt hier rauf und sage Set und dann wird das Ganze neu gesetzt. Ja. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Ein, ja, wie ich finde, sehr tolles Tool. Kostenlose Apps, immer gern gesehen. Und gerade solche, die das Handy ein bisschen aufschmücken. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch irgendwelche Fragen einfallen, postet diese gerne in den Comments. Euer BitJunkie. Ciao.